NECTV und der HSC. Ein ganz starkes Team. Handball live. Wir bringen crossmediale Ideen und Konzepte in die Huck Coburg Arena. Fernsehen ganz nah. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach einem äußerst spannenden und engen Spiel. Coburg schlägt die HSG Nordhorn-Lingen erstmalig. Letztes Jahr gab es 2 Niederlagen mit 24-23 und ich fange natürlich wie immer an mit Heiner Bildmann, dem Gästetrainer. Heiner, deine Einschätzung nach dem Spiel, so kurz danach. Ja, erstmal schönen guten Abend und Glückwunsch an Jan und den HSC Coburg zum Sieg. Einschätzung zum Spiel. Okay, wir waren heute, sind ein bisschen gehandicapt ins Spiel gegangen, dadurch, dass unser Feldhaupttorschütze Jens Wiese verletzt war. Und wir wussten, haben uns vorgenommen, im Angriff sehr diszipliniert zu spielen, wenig technische Fehler zu machen, Sachen gut auf den Punkt zu spielen, viel Geduld zu haben. Und das haben wir, fand ich, sehr gut umgesetzt, über 60 Minuten sogar sehr gut umgesetzt. Der Ersatz für Jens, Lutz Heini, hat ein gutes Spiel gemacht, ein paar Mal getroffen auch und auch in der Abwehr fand ich eine gute Leistung gebracht, 24 Gegentore in Coburg ist okay, ich bin nicht ganz zufrieden, wir hätten es noch besser machen können, aber okay, das ist natürlich auch viel Qualität bei Coburg und wir haben eigentlich ganz viel erreicht, was wir uns vorgenommen haben, wir wollten das Spiel lange offen halten und so den Druck auf Coburg erhöhen. Das ist uns gut gelungen, aber wir haben den letzten Punch haben wir einfach nicht gesetzt. Das war einmal eine Situation mit Niki, als er der unterkante Latte wirft, das wäre zum Unentschieden gewesen. Ich glaube, das war eine Situation, wo das Spiel hätte kippen können, weil wir da auch wirklich einen richtig guten Flow hatten im Angriff. Der zweite Faktor heute war einfach, dass Krechel zu viele freie Bälle gehalten hat. Das waren, glaube ich, 3-7 Meter, 2 davon mit Nachwurf. Das tut natürlich richtig weh, ist auch mental nicht so einfach zu verarbeiten, haben wir aber gut gemacht. Ein Gegenstoß noch kurz vor Schluss verworfen und okay, wenn man in Coburg was holen möchte, dann muss man diese Dinger reinmachen und da ein bisschen eiskalter sein. Wir haben das sonst in vielen Situationen, waren wir abgebrüht und haben das gut und clever gespielt, aber im Abschluss in diesen Situationen, die ich gerade genannt habe, war das nicht optimal. Und dann kommt ein Sieg für Coburg dann am Ende raus und es ist natürlich auch, wie gesagt, viel Qualität in der Mannschaft und ich hätte es natürlich gerne andersrum gehabt. Danke sehr. Dankeschön, Heiner. Applaus 2315 Zuschauer, Halbzeitstand 12-10, Jan 24-23. Ich bin auf der Suche nach grauen Haaren bei dir, aber ich finde trotzdem noch keine. Aber du zeigst mir gleich nochmal intensiver deine Einschätzung nach dem Spiel. Graue Haare und immer weniger. Das ist das Problem. Aber Spaß beiseite. Erstmal schönen guten Abend und vielen Dank, Heiner, für die Glückwünsche. Nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an, weil auch für uns die Situation im Augenblick nicht einfach ist. Fast ein Drittel der Mannschaft ist entweder nicht dabei aufgrund von Verletzungen oder spielt und ist angeschlagen, wie zum Beispiel Kiwi, der uns jetzt diese Woche noch weggebrochen ist. Aber ich finde, die Mannschaft hat gegen direkten Konkurrenten von uns ein sehr, sehr intensives Spiel hier gezeigt, hat auch auf diese Situation ordentlich reagiert. Wir haben in sehr vielen unterschiedlichen Aufstellungen heute gespielt oder spielen müssen und das hat nicht alles harmoniert und das war auch einer der Aspekte, warum aus meiner Sicht das Spiel einfach über 60 Minuten so eng war und wir uns nie richtig absetzen konnten. Wir hatten immer so ein bisschen Vorsprung, das sah alles so grob aus, ne, das wird schon laufen, aber man hat gemerkt, wie der Gegner, wie Nordhorn einfach permanent präsent war und nur auf diese Möglichkeit gewartet hat, wieder zurückzukommen ins Spiel. Und mein Kollege sagt das ganz richtig, wenn zum Schluss das dann so eng ist, dann kann das Pendel in beide Richtungen ausschlagen und deswegen müssen wir froh sein, dass wir diese 2 Punkte hier in Coburg behalten können. Eine Sache, die mir noch wichtig ist, was ich nochmal auch rausheben muss. Wir haben letzte Woche in Wilhelmshaven gewonnen, aber wir haben vor allem in der Deckung nicht gut gespielt. Und da wollten wir diese Woche auch einen Fokus drauf legen. Und wenn ich sehe, wie dieses Spiel heute ausgegangen ist, dass wir 23 Gegentore bekommen und vor allem auch wie die Jungs dort in der Deckung gearbeitet haben, dann ist das alle Ehren wert. Und das muss ich heute dann auch entsprechend loben, was wir letzte Woche kritisiert haben. Auch Mike, unser Neuzugang,
Ist momentan ein Spieler, der für so Lucky-Punch-Aktionen da ist, der seine individuelle Qualität punktuell einbringt. Das hat er mit dem Tor gemacht, das hat er mit der rausgeholten Zeitstrafe gemacht. Aber ist halt, und das merkt man dann auch, eben noch nicht im Kollektivspiel drin. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt wieder eine Woche Zeit haben und ihn besser integrieren können. Und überhaupt wird sich die personelle Lage jetzt entspannen. Und dann glaube ich, dann können wir wirklich sagen, haben wir diese Phase jetzt sehr ordentlich überbrückt. Danke. Heiner, noch eine Frage an dich. Es steht Jan, dein Applaus. Der nächste Doppelspieltag an, auch für euch, Freitag, Sonntag nächste Woche. Wie geht ihr rein in die ganze Geschichte und vor allem, wie schaut es um Jens Wiese aus? So eine kleine Info. Ja, also wir gehen nicht in den Doppelspieltag rein oder es gestaltet sich für uns ein bisschen anders. Wir spielen Freitag gegen Bietigheim zu Hause und dann erst mittwochs. Ferndorf wollte das Spiel verlegen und denen sind wir dann entgegengekommen. Von daher wird das eine relativ normale Vorbereitung für uns sein. Das Spiel leider ist schon Freitag jetzt gegen Bietigheim. Ich hoffe, dass Jens schnell wieder fit wird. Auch wenn wir es heute sehr gut ohne ihn gemacht haben, haben wir sicherlich schon auch noch einen Tick höhere Qualität mit ihm. Und hoffe ich, dass er schnell wieder fit wird. Wenn nicht, haben wir heute auch gezeigt, dass wir auch ohne ihn auf sehr hohem Niveau spielen können. In Coburg mit einem Tor zu verlieren, das ist beileibe keine Schande. Aber wir müssen sicherlich dann Freitag wieder diese Leistung abrufen, die wir heute abgerufen haben. Und ganz egal, ob wir komplett sind oder nicht. Ja, und dann geht's weiter. Toi, 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 euch auf jeden Fall. Jan, eine Frage noch von mir, was mir heute aufgefallen ist. Ihr habt euch unheimlich schwer getan in Überzahlsituationen heute. Also da waren so ein paar Sachen dabei. Da hat man sich einfach ein bisschen schwer getan heute im Überzahlspiel. Lag das dran, was du gerade auch gesagt hast, also an den Sachen, dass eben im Moment eben ja nicht ein Rädchen ins andere greift? Ich könnte jetzt süffisant sagen, hast du sehr gut beobachtet. Aber ja, dafür ist es einfach viel zu ernst. Wir hatten die Möglichkeit, gerade in Überzahl einfach auch die Distanz größer zu machen auf den Gegner. Und dann ist die Frage, ob Nordhorn zurückkommt. Und das ist heute gut gegangen. Ich kann mich erinnern an ein Spiel gegen Minden. Da war gerade so eine Überzahlsituation eben für uns so ein bisschen Genickbrecher. Und von daher sehen wir, dass das eben ein Bereich ist, der bei uns absolut ausbaufähig ist. Und das hat aber viel mit Kopf zu tun, mit Entscheiderqualität zu tun und so weiter. Und Nordhorn hat sehr schlau. Bitte? Und da war ich doch jetzt gerade dran. Also. Nordhorn hat sehr schlau geschaut, welche Möglichkeiten gibt es in unserem Überzahlspiel und welche Würfe oder Abschlüsse möchten sie gerne in Kauf nehmen. Man ist ein Mann weniger, einer wird frei sein. Aber man kann sich als Gegner natürlich genau überlegen, wer soll das sein. Und das, finde ich, hat Nordhorn sehr, sehr schlau gemacht und wir uns die Zähne ausgebissen. Und ja, das wird uns in der Trainingswoche sicher auch jetzt wieder eine neue Aufgabe stellen, sodass wir nächste Woche das schon besser machen. Ich will ganz kurz nachfragen, gib mal noch ein Bulletin. Also was mit den verletzten Spielern? Wir haben heute gesehen, er hat sich mit warm gemacht. Markus Hagelin hat da nicht gespielt. Romasch hat gespielt. Wie geht's zum Beispiel auch Girtz Lilienfels? Also gib einfach mal so einen Überblick in der Mannschaft, was die noch angeschlagenen Spieler machen. Ja, ist momentan schwierig. Basti Kirchner ist noch dazugekommen in der Oberschenkelprellung. Philipp Bastis ist ja auch noch im Reha-Training. Und bei Markus Hagelin und Girtz Lilienfels sieht es so aus, dass der Reha-Plan jetzt eigentlich so einem Ende entgegensteuert. Wir bauen sie schon sukzessive auch ins Teamtraining mit ein und versuchen aber die Belastung an sich immer noch zu dosieren. Jetzt was falsch zu machen und vielleicht eine Wiederverletzung oder so zu riskieren, wäre halt auch nicht so clever. Und ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir einen von beiden zumindest in der nächsten Woche schon wieder mit dazunehmen können. Und ich hoffe, dass bei Kiwi sich das mit dem Spiel heute nicht verschlechtert hat, seine muskuläre Verletzung in der Wade. Und dann können wir ihn auch jetzt nochmal aufpäppeln diese Woche. Und dann, und das habe ich eben damit gemeint, sieht es für uns einfach auch schon ein bisschen besser aus von den Möglichkeiten. Aber was nutzen Möglichkeiten? Auf dem Platz müssen wir das zeigen, müssen wir gute Leistung zeigen. Und das geht weiter am Freitag in St. Louis. Und damit sind wir auch am Ende der Pressekonferenz. Freitagabend Auswärtsspiel in St. Louis für den HSC. Sie können live dabei sein, wie immer bei Radio 1. Und nächsten Sonntag das Derby. Auch da gibt es noch eine offene Rechnung. Teil 1 haben wir beglichen mit Nordhornlingen. Letztes Jahr zweimal uns geschlagen. Heute zumindest Teil 1 der Revanche. Und nächste Woche wollen wir endlich mal die Rimperwölfe auch hier in der Arena besiegen. Ich hoffe, Sie sind alle dabei. Sonntagabend, 17 Uhr. Tschüss, schönen Nachhauseweg an alle und bis nächste Woche. NEC TV und der HSC. Ein ganz starkes Team. Handball live. Wir bringen crossmediale Ideen und Konzepte in die Huck Coburg Arena.
Fernsehen ganz nah.